Es war so, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben. Wir waren von Anfang an in den Zweikämpfen drin, waren hart auch am Gegner dran sozusagen, haben ihn unter Druck gesetzt, wollten bewusst auch das Spiel gestalten. Spiel gedreht, ja klar, wir haben einen Fehler gemacht, Anfang der zweiten Halbzeit, hatten aber ausreichend Zeit, um halt unser Spielkonzept einfach durchzuziehen. Und klar, es kam natürlich entgegen, dass wir halt auch relativ schnell den Ausgleich geschafft haben. Und der Gegenstoß von Kurström, der halt zum 2-1-Siegtreffer gefunden hat, muss ich sagen, ist absolut überzeugend. Auch wie wir seit sechs Spielen eigentlich spielen. Wir haben komplett auch die Serie gedreht für uns selber. Aus 0-6 Siegen sozusagen haben wir ja ein 6-6 geschafft und am Ende ein absolut verdienter Sieg, glaube ich, hier gesehen zu haben. Ja, wir hatten ein Problem in der ersten Halbzeit, haben wir die Abstände vom Angreifer hin zu unserer Dreier, Mittelfeldreihe einfach zu groß werden lassen. Da habe ich ja kaum Unterstützung gehabt, unsere Stoßstürmer. Und somit haben wir einfach reagiert in der Halbzeit, haben etwa die Abstände korrigiert, haben sie verkürzt und somit auch bessere Spielkontrolle bekommen. Das war einfach der einfache Weg. Und ansonsten umgestellt haben wir nicht, sondern einfach klar unser Konzept nochmal angesprochen und umgesetzt. Ja, wir wollen jetzt wieder oben rein ins Mittelfeld, klar, das ist unser Ziel. Die ersten sechs Spiele haben wir relativ knapp gestaltet, also waren kleine Aktionen im Spiel, die einfach ins Spiel gekippt haben. Und bei der Leistungsdichte im Verbandsliga-Bereich, da kann ein Spiel einfach mal auch komplett in die andere Mannschaft abkippen. Wir sind jetzt auch in der Erfindungsphase gewesen in den ersten sechs Spielen, haben auch Oktoberferien sehr gut genutzt. Aber ich denke, wir sind im oberen Mittelfeldbereich von der Spielstruktur her einfach anzusiedeln und da werden wir uns versuchen, wieder reinzukämpfen und entsprechend ja auch in der zweiten Serie sozusagen dann nochmal einfach mal vorne anzugreifen.